Wo dieser Kaffee herkommt, möchte man eigentlich gar nicht wissen. Doch Basil Reyes ist stolz auf die besondere Veredelung seines Kaffees Alamid. Denn die Bohnen gehen durch den Magen dieser Tiere. Ein Fleckenmusang aus der Familie der Schleichkatzen. Dieser ist im Zoo, seine freien Artgenossen sitzen in den Bergen und essen am liebsten besonders süße Kaffeekirschen. Die gehen durch das Verdauungssystem. Dort verändern Enzyme, Säuren und anderes die chemische und physikalische Zusammensetzung der Kaffeebohnen. Sie verändern den Geschmack, die Bohnen werden aromatischer und weniger bitter. Beim Trinken sollte man dieses Bild besser verdrängen. Der Kot, aus dem dann Kaffee gemacht wird. Der Tiermagen kann nur das Fruchtfleisch, aber nicht die Bohnen richtig verdauen. Deshalb behalten sie ihre Form. Was von der Kaffeekirsche übrig bleibt, sammeln Bauern ein und verkaufen es dann an die kleine Rösterei. Gewaschen und getrocknet sieht alles schon appetitlicher aus. Basil betrachtet seine Arbeit als Tierschutz, denn die Schleichkatzen gelten anderen als Plage und werden auch gegessen. Wenn ich ein Tier rette, macht mich das glücklicher als viel Geld. Denn die Bauern erschießen sie nicht mehr, weil sie nun wissen, dass sie mit ihnen Geld verdienen können. Er röstet mit zwei selbstgebauten Maschinen. Eigentlich wollte er welche kaufen, aber für seine kleinen Mengen gab es keine. Basil röstet nur auf Bestellung insgesamt 500 Kilo pro Jahr. Freunde seines Kot-Kaffees sitzen in Japan, den USA und Korea. Auch ein österreichisches Kaffeehaus bietet ihn an, trotz der unappetitlichen Verdauungsveredelung. Es ist leicht, wenn sie ihn als Rarität betrachten, aber es ist schwer, wenn Leute daran denken, dass er aus einem Tiermagen kommt. Wer ihn probiert, ändert jedoch seine Meinung. Stark, schokoladig, fruchtig, so beschreibt Basil seinen Kaffee. Für das Ehepaar ist er köstlich und kostbar. 120 Euro pro Kilo, na dann, wohl bekomm's.